Hallo Lieben, heute habe ich wieder was Besonderes für euch. Und zwar habe ich mir überlegt, ich werde so eine Kategorie jetzt einführen. Und zwar nenne ich das Ganze, wie heute auch das Video, eure Fragen, meine Antworten. Es geht einfach darum, dass ja ich wirklich, Gott sei Dank, wirklich viele Kommentare von euch kriege, sehr viele Rückmeldungen und auch Fragen von euch. Und ich finde das wirklich schön, weil ich somit einfach einen Einblick auch ein bisschen kriege in das, wo ihr Unterstützung braucht, wo ich meine Videos hinplanen kann, welche Tipps ich euch mitgeben kann, wo ich Hilfestellungen geben kann. Und das freut mich natürlich, weil dann kann ich einfach gezielt Videos auch in eine Richtung machen, die euch dann wieder ganz vielen was bringt und Unterstützung bringt. Und das finde ich sehr schön, wenn ich da einfach dann was zurückgeben kann. Und jetzt geht es um drei Themen. Also ich habe heute in dem Video, baue ich drei Sachen für euch ein, drei Fragen, die immer wieder auftreten, die ihr euch immer wieder stellt und das einfach immer wieder so ein bisschen für Verwirrtheit sorgt. Zum einen werde ich ein bisschen Licht in die Thematik bringen, trocken Hefe, trocken Germ gegen versus, also oder frische Hefe. Dann werde ich machen Agar-Agar-Gelatine. Das ist einfach ein Vergleich, wie, was man da beachten muss, ob es was zu beachten gibt oder ob ihr das einfach nur 1:1 ersetzen könnt. Genau das. Und was da so neben mir köchelt, während wir uns um das kümmern, ist Reis. Ja, klingt jetzt banal, gell? Aber nein, es ist der Reismodus. Und ich habe einfach da jetzt des Öfteren Fragen dazu gekriegt, ob es auch möglich ist, weniger wie diese 200 Gramm Reis zu kochen im Reismodus. Und ich habe das dann wirklich abwenden müssen und sagen müssen, puh, gute Frage, ich werde es herausfinden. Deshalb kochen da drinnen jetzt weniger Reis als die angegebene Minimalmenge im Reiskochmodus. Dazu aber dann ein bisschen genaueres noch, wie viel was und vor allem schauen wir uns dann natürlich das Ergebnis an. Das heißt, unbedingt dranbleiben bis zum Schluss. Jetzt geht es darum, euch einmal den Unterschied, ich fange mit der Hefe an. Also mit Germ, Hefe, das ist der gleiche Begriff. Das heißt, das ist auch bei manchen übrigens schon mal aufgetreten, kann ich Hefe statt Germ verwenden. Das ist einfach Österreich und Deutschland. Das sind einfach zwei Begrifflichkeiten, die am Ende genau dasselbe meinen. Und zwar ist es dieses da. Braucht man für Hefeteige, Germteige, die einfach das Ganze zum Gehen bringen und somit unser Backgut fluffig machen, Brot backen tut man mit dem Ganzen. Ja, und dazu brauchen wir das. Und jetzt ist es so, ihr kriegt im Kühlregal diese Hefewürfel, die ihr übrigens auch einfrieren könnt, portionsweise, auch zum Beispiel in halben Würfeln gleich, diesen dann einfach frühzeitig aus dem Gefrierfach nehmen, auftauen oder antauen lassen und in einer Flüssigkeit bei 37 Grad auflösen und gleich weiterverwenden. Das heißt, ihr könnt die auch einfrieren, das ist auch gleich nur ein Thema gewesen. Ich schlage halt mehrere Fliegen mit einer Klappe, wie ihr seht. Und jetzt aber, frische Hefe oder Trockenhefe? Egal welche dieser da, ich habe jetzt einfach mal drei genommen, die ich so gefunden habe, ihr könnt beides verwenden. Mir ist einmal gesagt worden, pass auf mit frischer Biohefe, weil das nicht geht. Ich verwende nämlich doch manchmal sehr gerne Bioprodukte. Jetzt habe ich das dann ausprobiert und habe tatsächlich ein bisschen einen Unterschied gemerkt. Und bin dann einfach auf die herkömmliche umgestiegen, habe auch das nachgeschaut, es ist für mich total okay. Und Hefe ist im Prinzip, nehmt, also das ist frische Hefe. Ich packe euch den jetzt auch aus, einfach so ein Hefewürfelchen, den ihr von 5 Gramm, wenn es über längeren Zeitraum gehen darf, also bei Übernachtgare, 20 Gramm bei einer gewissen Menge Teig und ja, manche verwenden 40 Gramm Hefe, ich bin da halt mit da eher ein bisschen fern davon. Ab und an muss ganz schön treiben sozusagen und dann braucht man ein bisschen mehr. Und ob ihr aber jetzt das eine oder das andere verwendet, ist wie gesagt völlig egal. Ihr müsst nur einfach darauf achten,
Weil, wenn ihr das Päckchen umdreht, steht da ganz genau drauf, was für euch eigentlich wichtig ist. Und zwar, dass eben ein so ein Beutel reicht für 500 Gramm Mehl und ersetzt im Prinzip einen halben Würfel frischer Hefe. Das sind 20 Gramm, also 21, wenn man es ganz genau nimmt, sagen wir 20 Gramm. Frische Hefe ersetzt hier mit einem Beutel 9 Gramm von dieser Trockenhefe. Trockengerm, da sind es 7 Gramm, warum auch immer, aber ebenfalls hier ein Säckchen ersetzt einen halben Würfel Germ. Und da haben wir wieder 7 Gramm und ein Säckchen ersetzt hier wieder eine Packung Trockengerm entspricht 21 Gramm frischer Hefe, somit einfach wieder eine Packung, ein halber Würfel Germ. Warum habe ich jetzt drei unterschiedliche? Das soll ich einfach nur sagen, dass es völlig egal ist, im Prinzip, welches Beutelchen an Hefe ihr verwendet. Außer ihr verwendet es aus einer Mühle an großen, dann müsst ihr euch die Gramm einfach einwiegen. Aber auch da werdet ihr definitiv eine Beschreibung finden, wie viel Gramm für wie viel frische Hefe. Und es ist halt einfach so, dass ich auch einen kleinen Unterschied zeigen möchte, weil mir wird ab und an nachgesagt, es macht nicht viel Unterschied, ob Bio oder nicht. Bei manchen Dingen stimme ich da voll zu, ich würde jetzt auch kein Thema in der Richtung keine Diskussion starten, aber ich habe bei diesen zwei herkömmlichen, habe ich am Emulgator drinnen, Sorbit Anmonstera Genau, also das da halt. Sorbit Anmonstearat. Genau. Und das ist einfach ein Emulgator, den ich da nicht drin habe. Ohne Emulgatoren oder Emulgator. Das heißt, den sparen wir da einfach. Und es rieselt trotz allem und es ist trotzdem und vom Preis her ist jetzt natürlich ein bisschen ein Unterschied. Aber jetzt finde ich nicht so, dass das so enorm ist, dass man sagt, man könnte da nicht umsteigen. Aber das war jetzt nur so eine kleine persönliche Abschweife von mir, warum ich euch auch die Bio-Variante zeigen wollte. Genau, aber verwendet das, wonach euch ist und verwendet es einfach, wie gesagt, da braucht ihr. Mittlerweile ist es nicht mehr so, dass man Dampfel anrühren muss. Das ist weder bei frischer noch bei der Hefe. Vor allem auch schon gar nicht mit eurem Thermomix, weil ihr dann einfach die 37 Grad zum Auflösen verwendet. Bei der Trockenhefe, wo habe ich das gelesen? Nicht über 36 Grad. Heißt, die würde ich dann tatsächlich nicht auflösen. Das macht schon einen Unterschied, für mich definitiv. Wenn ihr das definitiv draufstehen habt, macht ihr in den Rezepten, wo ich zum Beispiel 37 Grad die Hefe auflöse, spart euch diesen Schritt und gebt einfach die Trockenhefe gleich mit allen anderen Zutaten rein, verknetet die und lasst die einfach dann schön lange gehen. Und auch dieser Gehprozess macht bei der Trockenhefe und bei der frischen Hefe einen Unterschied. Ihr müsst, also wenn ihr oft lest, muss 1,5 Stunden gehen. Ja, wenn ich Trockenhefe verwende, muss das 1,5 Stunden gehen, wo ich bei der frischen Hefe, würde ich mir behaupten, trauen, oft nur 40 Minuten brauche. Wenn sogar vielleicht mal nur 30. Dauert einfach oft länger im Gehprozess. Aber ihr schreibt mir einfach auch voll gern eure Erfahrung mit beiden Varianten rein. Also jeder, der Hefe frisch immer verwendet oder beide verwendet oder Trockenhefe am liebsten verwendet, teilt eure Erfahrungen bitte voll gern mit uns, auch mit mir. Ich bin voll der Typ frische Hefe. Ich habe zwar jetzt diese Dinger da daheim, die werde ich natürlich auch einbauen und verbrauchen, das ist eh klar. Oder ich hänge sonst Weihnachtssackerl dran. Nein, Spaß beiseite. Aber auf jeden Fall, genau, ist das, was man einwandfrei ersetzen kann, wenn ihr jetzt nur Trockenhefe zum Beispiel daheim habt und ihr habt ein Rezept mit frischer, wisst ihr jetzt, wie es geht. So, weg von der Trockenhefe, rüber zu Gelatine, Agar-Agar. Unterschied, Gelatine ist gemahlene Schweine-Gelatine vom Schwein. Das heißt tierisch und vegan. Das ist der erste Punkt Unterschied. Und der zweite, was auch in Fragen aufgetreten ist, Plattgelatine und Fixgelatine. Und ich habe mich da jetzt einfach
schlau gemacht? Nein. Beziehungsweise verwende ich ja alle Sorten immer wieder. Das heißt auch in meinen Videos sowohl diese Fix-Gelatine schon vorkommen, als auch Blattgelatine, Agar-Agar war auch schon dabei. Es ist auf, im Prinzip braucht ihr bei Agar-Agar ist im Prinzip auf Algenbasis, heißt wirklich ein pflanzlicher Stoff. Man kann dann jetzt wieder drüber streiten, dass da E406, E336 drinnen ist, was jetzt da in dem Fall, so wo habe ich das, da eben nichts drinnen ist, bei der Bio-Variante, sowohl als auch bei der herkömmlichen Variante. Okay, also das kann jetzt in dem Fall ein kleiner Minuspunkt dafür sein. Man müsste jetzt da diese E-Nummern genau googeln. Mich hat es tatsächlich letztens bei irgendwas, was essbar ist, extrem geschreckt. Da war ein E, ja, fragt es mich nicht Nummer drinnen, wo ich mir gedacht habe, eigentlich arg, dass das in unseren Lebensmitteln drinnen sein darf. Mit Aluminium und Krebs und Tumor. Man darf eh nicht zu sehr googeln und sich auf alles versteifen, gell? Gar nicht. Aber das war wirklich sowas, wo ich mir gedacht habe, puh, aber hallo. Okay, habe ich nicht gekauft, nicht bestellt, von dem her nur zur Info, aber ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. So, ihr Kind, dieses, im Prinzip egal, auch wenn ich jetzt was mit Gelatine mache, ihr könnt alles verwenden, wonach euer Herz ruft. Ihr könnt, wenn ich fixe Gelatine verwende, könnt ihr Gelatineblätter verwenden. Ihr könnt, wenn ich Gelatineblätter verwende, könnt ihr Agar-Agar-Pulver. Weil das gibt es jetzt, Agar-Agar gibt es glaube ich nur im Pulver. Also ich hätte jetzt keine Blätter gefunden. Es ist Pulver. Ja, Pulver. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, was da der Unterschied ist, aber egal. Das ist portioniert, so ist es. Genau, weil es ist so, Gelatine, da steht drauf, 12 Blätter, ausreichend für einen Liter Flüssigkeit. Nehmen wir jetzt mal die Hälfte, sind es 6 Blätter für einen halben Liter. 6 Blätter Gelatine, halber Liter Flüssigkeit. Während ein Päckchen Gelatine, ein Päckchen, ebenfalls für einen halben Liter ist. Das ist der Grund, warum ich ab und an das gern mag, dass ich ein Päckchen verwende mit der Fix-Gelatine, weil ich dann nicht eine offene Packung mit den Blättern habe. Obwohl sie die wirklich recht gut halten, also wenn ich die dann in eine Folie oder in einen Sackerl einpackt, könnt ihr die aufheben, könnt ihr sie auch wieder verwenden. Aber es ist halt dann einfach praktisch, wenn man weiß, man braucht einfach was für 500 Gramm oder für einen halben Liter Flüssigkeit, dann ist einfach so ein Päckchen perfekt. Und das Gleiche gilt für dieses Pulver von Agar-Agar. Das heißt, entspricht auch 6 Blatt Gelatine, ein so ein Säckchen. Drum wieder hier das Portionierte, praktisch. Und das Nicht-Portionierte, was ich zum Beispiel auch dann beim Einkaufen gleich gemerkt habe, ich bin heim und dann hat, ja, da mein Großer, der Leon, sagt zu Mama, warum ist da alles weiß? Und dann ist das da aufplatzt und alles raus. Das heißt, da habe ich das auch schon wieder ein bisschen netter gefunden, aber das war auch sicher mein Fehler, ein bisschen beim Einpacken. Genau, egal. Aber auf jeden Fall beim Pulver, wie da jetzt, ist es so, dass 5 Gramm davon reichen für 500 Milliliter, also auch wieder für einen halben Liter Flüssigkeit und hat 45 Gramm, hat es mal, also aber hat es man in dem Fall, wenn man es kauft und nicht kaputt macht. Und es ist, ihr seht, auf was ich raus will. Am Ende völlig egal, was ihr davon verwendet, ihr könnt alles hernehmen. Ihr könnt es dann eben, wenn ihr sagt, ich brauche eh mehr, gleich eine ganze Packung von dem, 2 Säckchen von dem, 2 Säckchen von dem oder 10 Gramm von dem, dann habt ihr es für einen Liter oder eben 6 Blatt Gelatine oder ein Päckchen oder 5 Gramm. Das heißt, ihr seht, ihr könnt es einfach wirklich euch an der Packung orientieren und ist am Ende völlig egal, was ich verwendet habe. Ihr könnt es hernehmen. Heute zeige ich auch an die Zubereitungsschritte, weil da macht es im Prinzip nur den Unterschied, dass ihr seht hinten für warme Speisen, für kalte Speisen. Wichtig ist bei Agar-Agar, dass das muss alles eigentlich. So, meine Kaffeemaschine macht Pause, Entschuldigung. Egal jetzt da, ob die tierische oder die pflanzliche Gelier-Methode
es muss immer aufgelöst werden. Das heißt, ihr Kind jetzt beim Agar-Agar zum Beispiel ist so, na eigentlich bei allen, wenn ihr das in eine kalte Speise rühren wollt, dann tat sie im Prinzip also entweder die Fix in Beutel in 200 Milliliter Flüssigkeit steht da, einrühren, das Ganze kurz aufköcheln und dann wird quasi von der Creme, wenn das jetzt eine kalte Creme ist, tat ein bisschen was da dazu, macht das erst flüssig, also macht das erst, tat das erst schön glatt rühren und gibt dann diese Mischung zum großen Hauptteil dazu. Das ist der gleiche Vorgang auch bei Gelatine, das ist, dass man dann keine Kügelchen drinnen hat, einfach immer zuerst löffelchenweise da unter die etwas abgekühlte, aufgelöste Agar-Agar oder Gelatine rühren und den Rest und das dann zum Rest dazu und alles schön glatt rühren. Wenn das jetzt in eine warme Speise kommt, dann könnt ihr bei Agar-Agar, das ist eben recht cool, eigentlich bei allen Dingen, ihr könnt es dann einfach in die Flüssigkeit reingeben und verrühren. Und das muss einfach, bei Agar-Agar ist wichtig, das muss für 2 Minuten aufkochen. Das ist wieder der Unterschied dann zur Gelatine, die muss nicht kochen. Die soll sogar nicht kochen, sondern im Prinzip, die löst man auf in ein bisschen an Wasser, das wird nur quellen. Und lasst mal kurz stehen, kalte Zutaten, die gewollene Gelatine ein bisschen erwärmen, also gleicher Prozess, ein bisschen erwärmen, ein paar Löffelchen dazu glatt rühren, zum Rest und alles verrühren. Bei warmen Zutaten einfach die Gelatine unterrühren. Das quillt dann da drin und löst sie auf und somit habt ihr mit dem wirklich ganz eine schnelle Variante. Es kocht, es wird heiß, ihr gebt es den rein, rührt es um, lasst es quellen und das geliert. Und dann braucht ihr nichts aufkochen, wie bei Agar-Agar. Und die Blattgelatine ist im Prinzip auch so, ihr dürft die in ein bisschen Wasser legen und dann werden sie weich. Löst die dann auch für kalte Speisen in zum Beispiel Rum, in Zitronensaft, in ein bisschen Wasser, in einem Himbeersaft, völlig egal, in ein bisschen Flüssigkeit auf. War jetzt alles nur Süßspeisen, gell? Also für Süßspeisen bin ich für süß. Genau, und dann wieder ein paar Löffelchen von der Creme oder was auch immer ihr eben gelieren wollt dazu, das schön glatt rühren, dann zur Hauptcreme dazugeben, alles verrühren und dann fest werden lassen. Und bei der warmen Speise ist es natürlich auch so, du müsst es genauso, bei heißen Flüssigkeiten müsst ihr es eben genauso auflösen. Ihr könnt es aber auch, ihr könnt es auch direkt, also wenn ihr jetzt so einen Topf habt und ihr macht es, mir fällt jetzt einfach nichts ein, was man geliert, das nicht süß ist und heiß. Ja, ist jetzt völlig egal. Gehen wir jetzt einfach mal von einem heißen, für Schwarzwälder Kirschtorte. Ihr kocht jetzt da, diesen Kirschsaft mit den Kirschen, den kocht ihr auf am Herd. Dann nehmt ihr die Temperatur, es ist so nicht kochen, aber schon heiß sein. Und dann könnt ihr auch die ganzen Gelatineblätter einlegen, wartet kurz und dann lassen sie die da drinnen schön auflösen. Das könnt ihr auch machen, aber genau, ist jetzt einfach eine Variante, eine Möglichkeit. Jetzt machen wir kurze Pause, nämlich 3 Minuten nur, dann ist unser Reis fertig und ich bin wirklich gespannt. Aber ich kann euch ja sonst kurz schon sagen, wie viel, ich hoffe, dass das jetzt für euch sinnvoll war und auch gut erklärt, verständlich, sonst schreibt mir bitte wirklich nur gerne Kommentare rein. Wenn euch das Video gefällt, dann bitte, bitte ein Gefällt mir, einen Daumen hoch, das freut mich natürlich sehr, weil das einfach auch wieder, ja, das Ganze zum Wachsen bringt und unsere Rückmeldung gibt, das freut uns auf alle Fälle. Genau, und jetzt kurz zum Reis. Ich habe eben Anfragen gekriegt, Reismodus, kann man da weniger machen? Die minimale jetzt beim Jasminreis, da brauche ich jetzt kurz mein Handy, beim Jasminreis, ihr habt Jasminreis gekocht verwendet, das ist aus der Kollektion Reis und Co. Und da sind eben diese Rezepte drinnen, was ihr alles im Reismodus machen könnt. Also vorgefertigte Rezepte. Und habe jetzt einfach, da sind die Zutaten beginnend bei 200 Gramm bis 400 Gramm Jasminreis. Ich habe jetzt ein Viertel davon weggetan, weil eben die Frage war noch 150 Gramm und 100 Gramm. Weil, wenn ihr ein Viertel wegtun kann und es klappt, dann klappt auch die Hälfte. Vom Minimalsten, das heißt 200 Gramm wären jetzt die minimalst angegebene Menge. Davon habe ich ein Viertel weggerechnet, sind wir bei 150 Gramm Reis.
Und beim Wasser habe ich das Gleiche gemacht. Da wird angegeben von 300 bis. Das heißt, ich habe ein Viertel von die 300 weggenommen. Und dann bin ich, sind 75 Gramm, und dann bin ich bei 225 Gramm Wasser. Öl habe ich einfach einen Teelöffel, so einen Schuss mit reingeben, Salz nach Geschmack. Also bei uns ist da fast ein Teelöffel drinnen. Wir wollen Salz im Reiswasser, das gehört zum Reis dazu. Da ist es nicht ganz so genau. Aber genau, vom Reis her. Und da bin ich gespannt. Und ich würde auch, wie gesagt, wenn man 100 Gramm Reis machen möchte, wäre die Retourrechnung oder das Herunterrechnen, würde man ankommen bei 100 Gramm Jasminreis und 150 Gramm Wasser. Und jetzt bin ich gespannt, weil es bimmelt gleich. Und wenn das geklappt hat, dann garantiere ich, dass die 100 Gramm Reis mit 150 Gramm Wasser ebenso funktionieren. Und ich bin jetzt mindestens so gespannt wie ihr. Tja, was soll auch nicht funktionieren? Eigentlich kann er nur zu gatschig werden. Er hat nämlich mal nicht gebimmelt oder geschrien, wie ich im Endeffekt weniger reingeben habe. Heißt einfach nur, wir müssen schauen, ob er, na Wahnsinn, also perfekt. Ich gebe ihn jetzt mal raus, jetzt koste ihn dann auch, ob die Körner so sind, wie es kehren. Aber das schaut mir in dem Fall gut an, es ist leicht am Boden angelegt, aber das ist jetzt, das passiert mir so auch ab und zu. Das tat sich einfach mit einem Schuss Essigwasser und lasst es kurz stehen, 10 Minuten, dann löst sich das super. Und dann habt ihr da wieder, also das ist nicht angebrannt. Das ist einfach von der Stärke vom Reis. Man könnte ihn auch vorher waschen ordentlich. Ich habe jetzt einen Bio-Reis. Deshalb nicht. Genau, und so haben wir eine kleine Menge Reis. Perfekt. Es ist wirklich auf dem Punkt. Also, das heißt für mich jetzt einfach, wir können uns den Reismodus so zunutze machen, wie wir wollen. Macht es das auch? Also, wenn ihr wirklich, wenn ihr allein seid oder wenn ihr zu zweit und nur wenig Reis, manche haben ja auch das Thema, dass wer nur Reis mag, wer nur Kartoffeln, dann macht man beides, dann stellt man nur eine kleine Portion Reis hin. Das heißt, könnt ihr auch bei 100 Gramm Reis anfangen, weil wenn das super funktioniert, funktionieren 100 Gramm auch. Also, das haben wir jetzt auch ausprobiert. Ich bin gespannt, ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Fragen. Also schreibt mir wirklich solche Themen, die euch beschäftigen, in die Kommentare. Ich lese mir es durch, ich schaue, was ich daraus machen kann, sammelt mir immer so ein bisschen was zusammen für euch. Und dann kommt das nächste Video vielleicht mit deiner Frage, die ich beantworte. Wünsche ich jetzt einen wunderschönen Tag. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, die Glocke für alle aktivieren, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Also, bis ganz bald. Tschüss.